Ayurveda ist ja das Wissen vom Leben. Und es ist aber nicht nur eine Naturheilkunde, sondern eigentlich eine Lebensphilosophie. Weil der Ayurveda gibt nicht nur Empfehlungen zur Ernährung, sondern auch wirklich zum Tagesablauf, zum Leben, wie du dein Leben zu gestalten hast, wie du es gestalten kannst, um halt gesund zu bleiben. Das ist das Hauptziel des Ayurvedas, die Gesunderhaltung des Menschen und des Tieres. Und damit hat man eigentlich mit dem Ayurveda alles an Hand, was man braucht, um ein gesundes Leben zu führen. Ayurveda finde ich faszinierend, weil es nicht nur für uns Menschen anwendbar ist, sondern auch für unsere Tiere, also für Katzen und Hunde. Und man damit genau erkennen kann, welche Ernährung braucht das Tier, welche Bedürfnisse hat es im Alltag, im Zusammenleben, in der Bewegung, aber auch in der Haltung, und wie kann man auch die Mensch-Tier-Beziehung stärken und vertiefen mit dem Wissen des Ayurvedas.